geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ui. Oh Gott, ey, Mensch, die. Ja, ich gehe jetzt einkaufen. Ich mache nur kurz kleine Vorbereitungen für Suppenhuhn. Ein Suppenhuhn? Ja. Hast du wieder so eine verdurchte Hering? Ja, nee, Fred, zu fettig ist ungesund. Ja, aber muss ja ein bisschen Fleisch dran sein. Und das ist so eine Sache, ne, mit dem Zucker. Weißt du, dann die Ob beim Netto wieder? Ach, Fred, hör jetzt Ob. Die zwei das ist Aröner. Super lecker. Ja, gut, aber darf nicht zu mager sein, dann kann ich auch Wasser trinken. Man soll auch nicht so oft in der Woche Fleisch essen. Ja, du nicht, nicht gut, okay, so, ich weiß es selber. Und was haben wir? Zucker. Ja, ich weiß, dass ich Diabetes habe. Und viel Fett ist dann auch nicht gesund. Ja, gut, aber ich habe ja Diabetes 2, ich nehme zwei Pillen dafür und das geht immer wieder runter. Aber nicht immer wieder, weil Zucker, der sammelt sich an, das geht. Ja, ich esse ja nicht so viel. Nein, nein, ich esse ja kein Süß und so weiter. Ich habe mich schon. So, ziehen wir mal wieder Junge, Handschuhe an, ne? Mhm. Und tun wir mal ein bisschen kochen, vorbereiten. Erstmal waschen. Mhm. Ist ja ein bisschen mager, ne? Aber mager muss sein. Ist hier wieder so dünn. Bitte? Ist da wieder so dünn, Hohn? Ja. Ach du lieber Gott. Wie du lieber Gott. Muss mal ein bisschen mehr ausheben. Das ist doch lecker, da hast du noch richtig so diesen Hühnergeschmack. Wie lange dauert dann, bis er fertig ist? Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Nee, das dauert. Dann muss ganz langsam köcheln. Dann können wir das heute Nacht, oder was? Ja, moin. Du Scheiße. Dann jagen wir nach Hamburg, Jole. Nee, wenn er zu fettig ist, ist auch nicht gut, Fred. Ja, ja. Der Doktor sagt mir immer, einmal darf das man. Das ist nicht gut. Das hat mit dem Zucker nichts zu tun. Einmal darf man von allem. Was ist? Der Doktor sagt immer, einmal darf man. Wie einmal darf man? Auch was essen, was nicht gut. Was darfst du? Ja, weil ich Zucker habe, das ist ja auch nicht, was so gesund ist. Aber man darf nicht alles verbieten. Er sagt, wenn Nein. Sie mal richtig Heißhunger drauf haben, dann essen Sie unser Stück Nougat. Nein. Doch, seht der Doktor. Ja, der Doktor, der hat genau. Seht er, ach, genau. Seht ab und zu können Sie. Sie dürfen doch uns hier anders essen, nicht nur Zucker. Du kriegst denken. Doch von mir Süßigkeit. Schon, Süßigkeiten ist, nicht. Nein, ich sage. Ich sage nur, wenn ich jetzt Hunger habe, aber ein Hamburger. Ja. Dann sagt der Doktor, dann essen Sie den Hamburger ins E-Mall. Ja, wenn du Donner jemals jeden Tag, jeder andere ja, sagt, dann ist ja jetzt, aber du brauchst nicht von dem Zucker zu leben, dass du sagst, ich esse ja nichts mehr, nur noch das, nur das. Das ist aber Quatsch. Ich meine, ein bisschen eingeschränkter ist mir ja schon. Wenn ich ne? jetzt hier ein Platzbrot und esse mit Marmelade, dann esse ich mal eine Schnitte. Ja. Warum dann nicht? So, und wenn dann ist es der Platz, dann ist es der Platz. Ja, und der dann, Zucker, was geht dann, was der, ja, der Zucker, der arbeitet doch wieder runter, meine Drüse arbeitet doch ja, noch. Ja, noch. Ja, gut, so lange sie arbeitet, kann ich schon essen. Wenn sie nicht mehr arbeitet, dann esse ich nicht mehr, gut. Nein. Aber jetzt doch. Der macht sich, wenn du zu viel Süßigkeiten isst oder Zucker ja, zu dir nicht übertreiben, nicht so viel. Ich will nicht der Puntjule, nur dann merken wir das doch. Dann hat man Schmerzen, das setzt sich in den Adern oder Venen ab. Ich habe dann Schmerzen im Fuß. Zuckerkristalle oder was das ist. Das weiß ich, habe Schmerzen im Fuß und dann muss dann abbauen. Da weiß ich selber, aber trotzdem sind du darfst ja auch, Fred, du darfst ja auch alles essen. Alles darfst du essen mit im Maßen. Trotzdem, ja? wenn ich Schwester, weniger. Ach, weil Schwester Schmerzen habe, tue ich trotzdem ein Stück probiere und ich weiß, dass ich neue Schmerzen habe, aber ich nur trotzdem ins probiere. Dann. Ja, weiß ich nicht. Wenn man Heißhunger hat, eben ein Stück Scheiße. Also ich bin doch. Nur ein Typ, das weiß ich ja, Fred, wenn ich mir in den Kopf setze, ich versuche das durchzusetzen. Dann darf ich ja jetzt mit meinem Diabetes 2 ja kein Brot mehr essen. Doch, das darfst du. Nein, ist ja alles Zucker nur drin. Überall ist zugehend. Ja, weniger als wenn du jetzt im Normalfall zwei Scheiben Brot isst, darfst du, wenn du zuckerkrank bist, vielleicht nur eine Scheibe Brot. Was darf essen. Denn in der Esse, der Zucker hat? Ja, nichts. Alles. Nein, ist nicht wahr. Darf er nicht essen, der Buch. Du darfst nicht aus Büchsen essen. Suppen aus Büchsen. Es ist schön. Warum nicht? Wenn ihr jetzt Hunger noch habt, ist in grünen Bundessuppe aus der Büchsen, dann ist es gut. Es ist doch nicht jeden Tag, vielleicht nur einmal die Woche. Ja, da ist die Bodensuppe. Ja, warum darf ich das denn nicht? Und was als nächstes? Ja, Nudeln. Gut, dann was ist es mit Nudeln? Dann sind es Koteletts und so. Ich muss doch essen, ich kann doch nicht verbrühen. Aber du isst doch auch.
Ja, also, aber doch nicht nur da. Aber du kannst von mir nicht verlangen, dass ich jetzt irgendwie Kuchen auftische. Wenn ich jetzt Weihnachten an. Das geht nicht. Wenn ich jetzt Weihnachten an, aber eine Truthahn, dann esse ich ein Stück Truthahn. Ja, der Truthahn hat ja keine Zucker. Was ist der? Ist nur jetzt fett, der ja, ist ja mager. Ja, ich meine jetzt mager. Oder eine Schweinebraten. Auch so, nicht, ja. Kein Zucker. Wenn ich jetzt eingeladen bin und kriege jetzt leckeres zu essen, dann esse ich ein Ent oder jetzt, dann esse ich die doch. Ent hat auch keine Zucker. Fleisch ist, also, da ist nichts. Ja, was hat denn Zucker? Lebensmittel. Ach ja. Mehl, Weißmehl. Du kannst doch nicht. Nudeln. Du kannst doch ja nicht vermeiden, dass du ein bisschen Zucker in die nimmst. Ich meine, überall ist ein bisschen Zucker drin. Überall ist Zucker oder Süßstoff. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, im Fleisch ist kein Zucker. Wenn ich jetzt Hunger habe, ein Stück Kuchen mit einer Rondolier, dann isst man doch ein Stück Kuchen. Oder Kohlenhydrate sind das hier auch. Ja, ne? Die länger im Körper bleiben und dann werden die abgebaut, dann bauen die sich ab. Keine ich kann Ahnung. Doch jetzt nicht sagen, ich habe Zucker, ich messe mir Zucker, das ist immer okay, nicht zu. Da kannst du doch nicht sagen, ich esse keine Kuchen, wie wird das dann so jetzt? Doch, wenn ich so eine Berliner Lust hätte, ich da essen, weil ich nichts am Mittag kriege. Ich verstand das nicht. Wieso? Wenn ich so eine zwei Berliner, dann esse ich sie. Ja, natürlich, ja, du isst die, aber ja, ich nicht. Ja, du isst mir nichts anderes, nur für nee, du schon bist am Machen, ja. Du bist morgen. Ja. Nein, ja. Aber du kannst von mir nicht verlangen, dass ich dir zwei Berliner dahin stelle, ja. Und du isst die. Dann machen wir eine Currywurst mit Zucker. Dann machen wir eine Currywurst mit Fritten. Haben wir hier. Mit Fritten? Currywurst, ja. Das geht nicht. Ja, haben wir hier. Bratwurst. Warum denn nicht? Ich esse eine Currywurst mit Fritten. Meine Zucker ist prima. Da ist ja, ja Tomatenmark, Ketchup und alles. Ja, warum dran. Kaufen wir die denn? Ja, weil ich ja vielleicht sechs Pakete hast du gekauft und wir essen sie nicht. Mhm. Ja, was machen wir dann mal? Ja, du darfst das vielleicht einmal im Monat. So, dann macht ihr eine Kinderschenke oder was? Die Currywurst. Aber einmal im Monat darf man sich uns über die Stränge schlagen. Aber auch mir nicht. Ja, dann sagen wir, heute ist der Tag vom Monat, da fress ich übrigens. Okay. Oh, okay. Du hast ja überhaupt keine Disziplin. Ach, kein bisschen Disziplin. Ach, meine Güte, so viel Zucker habe ich doch ja nicht. Mein Zucker ist doch noch in der Norm. Ich messe doch, ich kann doch jeden Tag messen. Und ich gehe alle drei Monate Blut ab jetzt ab. Und es ist doch gut, er sagt, es ist wunderbar. Nein, ja. Wenn der Doktor hat, wunderbar, ich kann alles essen. Der Doktor weiß das ja nicht. Er sagt, es ist wunderbar, dann soll lass ihn in dem Glauben. Wenn er läuft, dann wird wunderbar. Ja, das ist jetzt noch wunderbar, aber das kann sich ändern. Ja, und dann ist auf einmal wieder so ein Verschluss oder ja, was weiß ich. Ich gibt Zuckerfuß und alles. Ja, ich bin alles. Jetzt 75 Jahre. Oder setze ich das ab? Wenn ich noch 5 Jahre alt bin, ich 80, dann ist mir scheiße, ja. Tja. Wenn es so ist, da kann ich doch nichts dran machen. Dann musst du für dich ich entscheiden. Ich werde nicht jünger, ich werde älter. Ja. Du musst aber vernünftig muss, bleiben. Wir müssen doch auch die Zuckern müssen essen. Ja, die essen auch. Nee, das tun sie nicht. Die haben gesagt, die essen nur Knäckebrot. Nee. Das ist es ja. Ich mach den Zug, den Ding. Schwingt richtig, Hörnchen. Ja, so. das ist auch 100% ja nicht zur Fälle, wa? Damit wir wenig Arbeit haben, wenn wir kochen, dann kann man nämlich alles direkt. Kann ich das tun, mal gucken kommen? Ne? So. Gut.